Dieses Jahr hätte eigentlich das vierte große Rasentraktorrennen in Biebesheim stattfinden sollen. Corona hat allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht. So in Erinnerung an das letzte große Traktorrennen 2019 habe ich noch ein paar Aufnahmen von Thorsten. Thorsten ist wirklich ein begnadeter DJI-Copter-Filme und ja, muss man sich einfach mal ansehen. Ja, da hinten hat der Sportverein ein Zelt aufgebaut und es werden auch Getränke und Essen angeboten, Essen und Trinken für die gute Sache. Ja, und allgemein war wirklich eine super Stimmung. Ja, hat es dieses Jahr leider nicht gegeben. Hoffentlich gibt es da noch mal eine Wiederholung. Biebesheim ist durch das Rennen weit über die Grenzen bekannt geworden. Ist mal wieder der Beweis, dass Biebesheim auch was auf die Beine stellen kann. Und das Ganze ist recht locker abgegangen. Es wurde viel gelacht und gescherzt. Also niemand geht von uns Biebesheimern zum Lachen in den Keller. Aber auch von unseren anliegenden Gemeinden und von weit her waren Leute da, die sich einfach an diesem Event erfreut haben. Viel Spaß jetzt beim Zusehen.
Organisatoren und die Fahrer haben eine Mordsleistung erbracht, aber auch der Copterpilot Thorsten hat wirklich sich eine große Mühe gemacht und verantwortungsvoll das Ganze hier aufgenommen, muss man wirklich sagen. Ja, das sind alles Dinge, die Geschichte geschrieben haben in Biebesheim. Danke fürs Zuhören und Zusehen. Lasst euch von keinem Verschwörungstheoretiker ins Boxhorn jagen. Und tschüss.